Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Resident Evil Village. Mit mir, eurem Dio, und wir machen direkt weiter. Und man hört sie schon, man hört sie schon. Die haben so richtig Bock. Ja, Entschuldigung. Ach du Schande, die haben richtig Bock. Oh, mein Timer. Ah, oh, bitte. Profi. Das muss ihr Nest sein. Kein Problem. 10 Schuss haben wir noch. Bin ehrlich, könnte kritisch werden. Vielleicht mit dir? Ja, komm doch ran hier auf den Meter. Was? Weg mit euch. Nice. Immer schön den Headshot-Bonus mitnehmen. Ganz miese Nummer. Oh, I'm out. Ja, solange wir Munition haben, geht's uns gut. Ja, komm. Okay. Oha! Ja! Ja, geil! Nicht geil! Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir! Ah! Oh, shit! Das sind tatsächlich einige. Boah. Nein, nein. Oh, haha. Leben kriegt ihr mich nie, ihr Schweine! Haha! Schön in die Fresse! Oh mein Gott! Geil, Digga! Geil, 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 geil! Wir müssen einmal was herstellen davon. Wie viel können wir denn davon noch herstellen? Ach Gott, jede Menge. Das Problem ist, dass wir kaum noch Chemikalien haben. So, lass mich jetzt bitte erstmal alles nachladen. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. De, 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 de. De, 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 de.
Danke für die Chemicals. Granatenwerfer ist aufgeladen. 5 Schuss für die Magnum. Ich würde sagen, die probieren wir auch mal aus. So, der nächste arme Knilch, der meint, der müsste sich mir in den Weg stellen. Oh, Doppelkill, ja! Oh, schmeckt. Oh, ja. Ja, Leute, schmeckt hervorragend. Also ich wette, ihm hat es nicht so gut geschmeckt. Ja, wobei, ihm hat es eigentlich hervorragend geschmeckt. Also wirklich, es hat ihn quasi umgehauen, so gut hat es dem geschmeckt. Verstehst du? Was gefressen hat und dann umgefallen ist. Ja, komm. Komm. Mach dich locker. Leck dich hin, genau. Ich hab hier wieder so eine Kackfliege, Digga. Kennt ihr das? Du hast in deiner Wohnung original eine Fliege, so eine kleine Obstfliege, und dieses Scheißding fliegt die ganze Zeit vor deinem Bildschirm rum. Ah, das ist der Weg zurück. Ah, das ist der falsche. Da wollen wir nicht hin. Ich glaube, wir wollen da hoch, gell? Selbst erstmal noch ein bisschen orientieren. Noch runter? Kann das sein? Können wir hier hochklettern? Nein, Ethan kann das nicht. Nein, schaut mal nicht so aus, ne? Schade. Ach, guck. Hier, da hat der Maler gemalert. Okay. Ich würde tatsächlich vorsichtshalber schon mal die Schrotflinte ausrüsten. Um auch gleich alles und jeden aus dem Weg zu ballern. Ah, jetzt geht's wieder los. Es geht wieder los. Bam. Zu nahe, Madenhirn. Sehr gut, wir bekommen relativ viele Chemikalien. Das ist geil, direkt wieder 2 Stück bekommen. Na los, Großer. Holy shit, wo sind meine Rohrbomben? Ha, viel Spaß damit. Bam. Haha. Ihr hattet nie richtig reine Chance. Ja. Oh, geil. Mit Sprengstoff ist alles so einfach. Hier. Das war's, ja? Mehr habt ihr nichts zu bieten. Das sind deine Zauberkunststücke, Saruman. Easy. Hm. Ach, schön, nochmal 2 Schuss für die Magnum. Ha. Hier ist nichts. Hätte gern ein vollautomatisches Maschinengewehr. Nur so zum Spaß. Okay, geil, geil, geil. Oh! Oh, da will einer richtig Stress. Oh, da will einer richtig... Oh nein. Ja... Ach, ich muss seitwärts laufen. Ach, dumm. Jumpscare incoming. Ah, die fressen die Einwohner. Aha, hier gibt es schön Happy Meal.
Lol, Digga, und wie? Und wie, Digga? Die hängen ja richtig ab. Also wir zählen 3 in der Luft, 3 am Boden. Dann 4 in der Luft und 2 am Boden. Okay, sind trotzdem 6 Stück. Macht nichts. Und wahrscheinlich einer direkt unter uns, ja. 2. 8 Stück, okay. Erste Hilfe. Granatenwerfermunition, Scharfschützengewehrmunition und Erste Hilfe. Hm. Die Order des Königs hat uns endlich erreicht. Rückzug. Es ist äußerst ärgerlich, dass wir den Ketzern die Festung an der Grenze überlassen müssen. Wenn nur etwas mehr Zeit wäre, könnte ich das Platz sicher zu unseren Gunsten wenden. Nein, das ist bloß vornehmes Getue. In Wahrheit ist es meine Neugier, die mich an diesen Ort hält. In der Gegend gibt es ein paar Ruinen, die laut den Bewohnern schon sehr alt sind. Den Zeremonienplatz mit 4 übermächtigen Statuen, die Höhle mit Wandmalereien und einen steinernen Sockel, den sie den Kelch des Giganten nennen. Wer hat all das erschaffen? Wo kamen der oder die Erbauer her und wo sind sie hin? Fragen über Fragen. Es wurmt mich, dass wir diesen Ort ohne dieses Wissen hinter uns lassen müssen. Kurva! Okay. Save data, please. Nice. Okay, ich habe 8 gezählt. Warte. Okay, wir haben hier ein erhöhtes Podest. Ich kann hier nicht mehr zurück. Da liegt noch mal Arznei. Da sind wir dabei. Ja. Ja. Das ist nicht gut. Ah, Akro Gandalf, nein! Akro Gandalf! Ha! Oh, nö! Akro Gandalf, nein! Nein, 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 nö, 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 bitte, nee! Okay. Boah. Sieht so aus, als würde es jetzt Akro Gandalf an den Kragen gehen. Ah, gib mir die Magnum. Oha! Oha! Übertreib doch! Oha! Haha! Was willst du machen? Ich bin zu mächtig für dich, weißer Zauberer. Bam! Würd mir stinken, wenn ich du wär. Oh shit. Ja, egal. Viel Spaß damit. Der war unfair. Der hat ihn einfach weggetankt. Der hat ihn einfach weggetankt. Hier.
Ja, besser als Agro Gandalf. Ja. Digga, Dio der Killer. Killer Dio. Zack, Junge. Mit Sprengstoff ist alles so einfach. Easy. Oh, Digga. Reparino Agro Gandalf. Möge er nicht als Gandalf der Weiße zurückkehren und mir dann nochmal versuchen, ihn nachzutreten. Holy moly. Sind das Schätze oder? Ja, es sind Schätze. Oh, lecker, lecker, lecker. Oh, lecker, lecker. Gibt's hier noch ein paar? Hallo? Hallo? Bitte noch? Mehr Schätze? Keine Schätze mehr? Schade. Okay, kurzer Inventarcheck. Pistolenmunition. Geht, ist in Ordnung. Arznei ist in Ordnung. Ah, die Munition für alles andere hat's halt. Naja, zwei für die Magnum, nichts für den Granatenwerfer. Ja, geht noch. Ah, perfekt. Der letzte Flakon! Was geht? Was? Du hast was drauf, Winters. Respekt. Wart's ab, Arschloch. Wenn ich dich finde, dann... Komm runter. Nicht mehr lange und du bist am Ziel. Ich helfe dir. Aber dafür musst du... Muss ich was? Komm erstmal zu mir. Platziere die Flakons auf dem Altar. Den Rest findest du sicher selbst raus. Bis dann, Winters. Verdammt. Will der Stress? Hä? Hör auf, Spielchen mit mir zu spielen. Wir haben alle Flakons. Ein fetter Teller. Perfekt. Geil. Und ein Motorboot führt uns zurück. Abfahrt Rino. Okay, er fährt nicht von selber. Das muss ich schon machen. Ist auch gut. Ach, das war's? Für die Strecke habt ihr hier extra ein Motorboot reingesetzt, ja? Okay, wenn zweiter nichts ist. Schön. Und auch geil, dass diese Akkulampen ewig halten. Wo geht's da lang? Okay, da geht's dann raus. Und was ist das hier? Waren wir hier schon mal? Hallo? Nein, hier gibt's Loot für den aufmerksamen Spieler. Sehr geil. Notizen zu Katu Implantation. Implantation, Digga. Jemanden etwas einsetzen. Implantation.
Probanden 174 bis 181. Proband 174, Mihai M. Merkmale 21, männlich, Silberschmied. Narben von einer Lungenentzündung. Ergebnisse: geringe Kompatibilität. Kato konnte nicht wachsen. Transformation des Körpers. Beeinträchtigung der Wahrnehmung. Typische Anzeichen eines Lykans. Auf die Weide geschickt. Proband 177. Bernadette B. Merkmale 21. Weiblich. Keine Beschäftigung. Keine Vorerkrankungen. Ergebnisse: Tod. Proband 181. Alkina D. Alkina? Merkmale 44. Weiblich. Nachkomme aus Adelsgeschlecht. Nicht aus dem Dorf. Vererbte Blutkrankheit. Ergebnisse: sehr gute Kompatibilität. Keine Wahrnehmungsverluste. Kann ihren Körper nach Belieben verändern. Maßnahmen zur Wahrnehmungskontrolle implementiert und zur Beobachtung versendet. Ah. Merkst du? Du Pisser, du Hässlicher. Nicht fair. Die Pistole macht gefühlt einfach gar keinen Schaden. Also wirklich. Jabba dabba du. Wo bist du? Hello. Ah, Freedom. Schön. Mach auf. Hey. Okay, geil. So, Fat Joe. Wir müssen da lang. Hier rechts und dann zu Fatty Joe. Der sich da hinten befindet. Das ist meine Orientierung. Sorry. Aber unter aller Kanone. Naja, man kennt es ja, ne? Ihr kennt es ja selber. Ich bin hoch erfreut, dich lebend wiederzusehen. Du möchtest etwas kaufen? Ja. Guck mal, was ich hier Schönes hab. Kannst du alles haben? Kannst du haben? Kannst du haben? Kannst du haben? Kannst du auch alle haben. Kannst du auch alle haben. Sehr wertvoll. Ja, natürlich. Kombinierbar, behalte ich. Sehr wertvoll. Abfahrt. Oh, wie kommst du denn an so ein Schmuckstück? Oh, mein Körper verkauft mich gar nicht. So komme ich an solche Sachen ran. Was? Ah, schon gut. Das war's. Ja, Feuerrate mir. Ist mir egal, tatsächlich. Waren. Langdistanz-Zielfernrohr. Brauche ich nicht. Wangenauflage brauche ich auch nicht. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen ein Danke für deine Treue. Kein Problem. Oh, ich sehe gerade.
Guck mal. Lass uns diesen Flakon einsetzen. Und lass uns doch bitte mal... Geh nicht verschwenderisch mit deiner Munition um! Sorry! Kelch des Giganten. Was? Was? Heisenberg aufsuchen. Okay. Zur Sicherheit nochmal abspeichern. Attackieren. Hallo? Ist das der Weg zu Heisenberg? Und noch einmal. Scheiße, hätte ich alle 10 Finger, wäre das alles viel einfacher. Oh, oh ja. Man weiß ja nie, wofür man es braucht. Ich schwimm gegen den Strom. So, ist noch eine Brücke? Da geht's tatsächlich entlang. Und noch einmal. Ah, oh, Muskel, Ethan. Muskel. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Ah, ja. Hallo. Ich habe die bestellte Arbeit abgeschlossen. Bitte bring sie in das Haus mit den roten Schornsteinen. Geh durch die Höhle, dann durch die Ruinen und runter ins Dorf. Aha. Rostige Reste. Hä, was? Schmutz. Brunnenkurbel, genau. Kann hier nicht verwendet werden. Bitte was? Hä? Hä? Ah! Okay, ich glaube, hier geht's dann einfach nur zurück später. Lass mal da nicht lang gehen. Ist der Weg offen? Ist zu. Ein Stück weit freut mich das jetzt, dass dieser Weg zu ist. Und der Weg ist auch komplett zu. Einfach nur aus dem Grund, dass ich nichts verpasse. Dass es so in eine Richtung gelenkt wird. Das ist relativ gut.
Okay. Ja, ich dachte es mir schon. Ja, ich dachte es mir schon. Ja, der Profi. Ach, schön. So, und jetzt nochmal schöne Runde entspannen. Ja, komm ran. Weißt du was? Dieses Pendelding hat ihn erwischt. Ja, er ist Ripperino, wo dieser Pendel getroffen wurde. Ich würde sagen, das machen wir gleich nochmal. Ist ja geil. Hier? Mein Gott. Oh, scheiße. Da noch einer? Nein, okay. Vielleicht kommt doch noch einer. Warte, wenn hier andauernd einer kommt und ich den hier anzünden kann. Soll ich ihn jetzt einfach mal hierher locken? So, ich meine, jetzt brennt er. Wenn er jetzt hierher wackelt. Ja, komm. Komm ran. Ja, so schön. So, du hast ein Deal getan. Gute Nacht. Goldene Lady Dimitrescu. Oh, die ist bestimmt viel wert. Magnum Munition. Oh, Schmeckerino. War das alles? Wo geht's hier weiter? Wo ist Heisenberg? Und was zum Fick geht hier eigentlich ab? Das alles erfahren wir wahrscheinlich in der nächsten Folge. Bleibt dran, geht gleich weiter mit Resident Evil Village. Digga, ich sag mal, bleibt geschmeidig. Bis gleich, euer Dio. Dio out.